herzlich willkommen. Guten Tag zum heutigen Pressbriefing des Science Media Centers zu der Covid-19-Impfung bei 5- bis 11-Jährigen. Mein Name ist Annegret Burkhardt und ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier am Science Media Center. Die EMA hat gestern ihre Empfehlung für die erweiterte Zulassung des Covid-19-Impfstoff Comirnaty für die Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen ausgesprochen. Und die anstehende Zulassung durch die EU-Kommission gilt jetzt eigentlich eher als Formsache. Wenn die Zulassung dann da ist, darf der Impfstoff in der EU in der verringerten Dosis von 10 Mikrogramm dann auch an Kinder verimpft werden. Damit wurde dann die EU den USA, Kanada und Israel folgen, die den Impfstoff in dieser Altersgruppe ja bereits zugelassen haben. Ja, jetzt kann man ja denken, okay, alles klar, der Impfstoff ist zugelassen, dann legen wir jetzt mal los. Aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Und gerade hier auch in Deutschland blicken ja viele auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die sich für alle verfügbaren Impfstoffe die Daten genau anguckt und abwägt, ob eine Impfung mit einem zugelassenen Impfstoff dann auch wirklich empfehlenswert ist. Und was jetzt auch gerade bei diesem Impfstoff besonders knifflig ist, ist ja, dass es gibt einfach noch gar nicht so viele Daten. Und auf der anderen Seite wachsen aber die Infektionszahlen. Wir sind mittendrin in der vierten Welle und das Bedürfnis, halt auch diese Altersgruppe zu schützen oder vielleicht damit sogar auch einen Einfluss auf die Infektionswelle zu haben, die ist ja auf jeden Fall da. Genau über dieses Thema, über die Argumente, was spricht für und was spricht gegen das Impfen der 5- bis 11-Jährigen, darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße die anwesenden Experten. Und die Expertin, das ist die Dr. Berit Lange. Sie ist Leiterin der klinischen Epidemiologie in der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Auch anwesend ist Professor Dr. Philipp Hennecke. Er ist Professor für klinische Infektionsimmunologie und Leiter der Sektion für pädiatrische Infektiologie und Rheumatologie am Universitätsklinikum Freiburg. Und als Dritten im Bunde begrüße ich Professor Dr. Fred Zepp. Er ist ehemaliger Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin in Mainz und er ist Mitglied der Ständigen Impfkommission. Ich möchte jetzt schon mal den Hinweis geben, dass wie immer Sie natürlich bitte ihr auch Ihre Fragen stellen sollen, die wir hier dann an die Experten und die Expertin weitergeben. Bitte stellen Sie Ihre Fragen nicht im Chat, sondern in dem Fragen- und Antwort-Tool, das Sie unten in der Leiste finden. Mein Kollege reicht dann die Fragen an mich weiter und ich werde sie hier den Experten und der Expertin stellen. Gut, ich möchte gerne mit einer Frage an Sie, Herr Zepp, beginnen. Die Empfehlung der EMA geht zur Zulassung des Impfstoffs basiert ja fast ausschließlich eigentlich auf die Daten einer klinischen Studie. Reicht das denn, um wirklich eine Empfehlung dann auch für diese Impfung für Kinder aussprechen zu können? Ja, das ist sicherlich richtig. Es gibt eben eine Zulassungsstudie, die auch schon veröffentlicht wurde, an der insgesamt, ich sag mal, grob 2.500 Kinder in der Altersgruppe teilgenommen haben, von denen ein zwei Drittel im Prinzip den Impfstoff, also etwa 1.800 den Impfstoff erhalten haben. Und insofern ist es so, dass die Daten, die man dort erhoben hat, man hat ja nach den Antikörpern, die der Impfstoff in den geimpften Kindern erzeugt, geschaut und hat gezeigt, dass die, ich sag mal, Höhe, die Menge der Antikörper in etwa denen entspricht, die man auch bei 16- bis 25-Jährigen und dann im Prinzip, wir wissen das aus der vorherigen Studie, auch bei den 12- bis 16-Jährigen erzeugt. Das nennt man ja in Non-Inferiority. Man hat dazu gezeigt, dass die Immunantwort per se nicht der unterlegen ist, die man bei älteren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen hat. Man hat tatsächlich auch noch ein paar Fälle in der Studie gehabt. Das ist natürlich bei der Größe der Studie wirklich zu kurz gegriffen, um daraus jetzt Wirksamkeiten zu berechnen. Wird aber wahrscheinlich auch so um 90% liegen. Dann hat es keine akuten Ereignisse im Rahmen der Impfung gegeben. Aber die Nachbeobachtungszeit ist quasi unter 2 Monaten. Das ist also ein knappes Fenster. Ich will also sagen, um die Immunogenität des Impfstoffes zu beurteilen, reichen die Daten schon aus. Um die Sicherheit des Impfstoffs zu beurteilen, ist das natürlich, wir sind ja im Augenblick besonders kritisch, was die Entwicklung von Herzmuskelentzündungen nach Impfung angeht, ist das natürlich völlig unzulänglich. Das kann man aus einer solchen Studie nicht mal mit Glück abarbeiten, sondern das werden wir erst sehen, wenn der Impfstoff eingesetzt wird oder wir bekommen dazu Erfahrungen aus den USA, in denen man die Impfung jetzt etwa seit der ersten Novemberwoche eben auch in der Altersgruppe verwendet. Also mit anderen Worten, aber auch nochmal ganz wichtig, Zulassung ist nicht gleich Empfehlung. Zulassung heißt nur, wir haben geprüft, ob der Antrag des Herstellers durch die Studien einigermaßen belegt ist.
Und eine Empfehlung, zum Beispiel der Ständigen Impfkommission, hat im Fokus zu prüfen, für welche Personen oder Menschengruppen in der Gesellschaft ist es denn sinnvoll oder wichtig oder hilfreich, die Impfung durchzuführen. Und vor allen Dingen auch, ist das Risiko einer Intervention so im Vergleich zum Risiko der möglichen Erkrankung balanciert, dass die Impfung einen Benefit hat. Und das ist das, was die STIKO dann bewerten muss. Eine kleine Nachfrage noch von mir. Die FDA, bevor die das zugelassen haben, die haben noch so Szenarien zu diesen Myokarditis-Fällen durchgespielt, um halt wirklich abzuwägen, ist denn auch ein Benefit da? Hat das die EMA hier eventuell auch gemacht? Wissen Sie das? Oder haben die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen in Form von diesen Myokarditen oder Perikarditen, sind die hier mit eingelaufen in die Abwägung? Ich vermute mal, dass die EMA das auch gemacht hat, oder die Kommission, die sich damit befasst hat, weil wir sind ja nicht Teil der Diskussion in diesen Gruppen. Aber wir wissen, dass die EMA zum Beispiel versucht zu erfahren, wie hoch ist zum Beispiel die Hintergrundaktivität an Myokarditiden. Also wie oft kommt eine Myokarditis in diesem Alter vor, in dieser Altersgruppe, ohne dass wir eine Infektionswelle oder eine Impfkampagne haben. Da muss man sagen, da haben wir in Deutschland nicht wirklich sehr gute Daten und die Amerikaner vielleicht etwas bessere Daten dazu. Das hängt am DAN-System. Da wird auch häufig auf Register zurückgegriffen, also auf Krankenkassendaten. Das halte ich immer für problematisch, weil bei diesen Registeruntersuchungen kennen wir den Patienten gar nicht, sondern wir bauen auf die Codierung, die von ganz unterschiedlichen Menschen durchgeführt würde. Also insofern, die EMA wird das sicherlich beachten. Und sie wird vor allen Dingen im Verlauf auch beachten, was wir dann nach dem Einsatz des Impfstoffes aus verschiedenen Ländern eben auch erfahren werden. Und dann wird man, wie die STIKO das auch tut, gegebenenfalls nachjustieren. Herr Hennecke, als die FDA zu ihrer Entscheidung zur Zulassung kam, kam sie eigentlich darin zum Schluss, dass Kinder, die mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, tendenziell kränker und länger krank sind als Kinder, die womöglich in sehr, sehr seltenen Fällen durch die Impfung eine ausgelöste Myokarditis haben und dann ins Krankenhaus kommen müssen. Würden Sie zu einer ähnlichen Einschätzung kommen? Und wie hat sich denn so in den letzten Wochen auch der Wissensstand in Bezug auf die Covid-19-Erkrankung bei Kindern eventuell verändert? Sehen Sie zum Beispiel aktuell mehr schwere Verläufe im Krankenhaus? Sie sind noch stumm? Ich hatte gerade ein Verbindungsproblem, aber ich glaube, den größten Teil der Frage habe ich verstanden. Also wir sehen natürlich in der ambulanten Pädiatrie viele Fälle. Das heißt also, das, was wir berichtet bekommen von den Praxispädiatern, Pädiaterinnen, da gibt es Fälle. Allerdings im Krankenhaus spielt das praktisch keine Rolle. Das heißt, wir haben kaum Kinder, die aufgenommen werden müssen, trotz der hohen Krankheitslast. Viele von diesen Fällen werden auch identifiziert im Rahmen von zum Beispiel Schuluntersuchungen. Das heißt, die Kinder haben dann praktisch keine Krankheitszeichen. Und die eher gefürchteten Spätkomplikationen, das Post-Covid-Inflammationssyndrom, scheint jetzt im Augenblick sogar eher seltener zu sein als in den vorherigen Wellen. Das heißt, wir haben im Augenblick keinen Hinweis irgendwie auf eine eine schwerere Krankheitsaktivität in dieser betreffenden Altersgruppe, um die es hier geht. Sondern wir müssen weiterhin sagen, das ist eine für praktische Kinderärzte und Ärztinnen milde Erkrankung. Wir haben ja jetzt gerade auch die durchaus zum Teil schwer verlaufenden Atemwegserkrankungen durch das sogenannte RS-Virus. Da sehen wir viel schwerere Verläufe. Also daran hat sich nichts geändert, sodass ich da Herrn Zepp auch nur zustimmen kann. Es gibt für das einzelne zu impfende Kind wenig zu gewinnen durch den Impfstoff. Und deswegen muss dieser Impfstoff wirklich über jeden Zweifel erhaben sein, was die Sicherheit angeht. Frau Lange, ich möchte Sie jetzt auch nochmal mit in die Gesprächsrunde bringen. Ein Aspekt, der ja auf jeden Fall hier auch in den Überlegungen mit reinspielt oder bestimmt auch für viele Eltern ein Grund ist, ob das großflächige Impfen auch in der Altersgruppe auch dann da das Infektionsgeschehen vielleicht ein bisschen eindämpfen kann und vielleicht am Ende vielleicht auch den Schulbesuch absichern kann oder den Kita-Besuch. Wie sehen Sie das? Könnte das einen Einfluss haben und wäre das ein Argument? Ja, das sind ja unterschiedliche Fragen. Also das eine ist ja so ein bisschen die Frage nach dem indirekten Effekt der Impfung auf das Bevölkerungsgeschehen.
Und da ist es so, ich habe zumindest noch keine gesehen, keine Modellierung, die das jetzt für die 5- bis 11-Jährigen anguckt. Wir haben ja zuletzt eine ganz sehr gut gemachte Modellierung eben von der STIKO-Gruppe für die 12- bis 17-Jährigen. Auch da ist es so, dass man sich schon zunächst mal den direkten Effekt angeguckt hat, ne? Und natürlich schon festgestellt hat, dass zumindest in dieser Modellierung mit erhöhten Impfquoten dann auch erniedrigte Hospitalisierungen einhergehen, auch wenn die insgesamt absolut, das hat der Hennecke ja schon gesagt, auf einem niedrigen Niveau sind bei den Kindern. Aber man reduziert dieses Risiko auch für Krankenhausaufnahmen deutlich. Das sieht man in diesen Modellierungen für eben die Altersgruppe, in der man das Impfen auch macht. Aber wie gesagt, das ist die Modellierung, die es gab für die 12- bis 17-Jährigen. Und man sieht auch in diesen Modellierungen dann sowohl auf Fallzahlen, Hospitalisierungen, aber auch auf Todesfälle, aber eher, ich sag mal, relative Effekte im Bereich 5 bis 10% auf den Bereich der Erwachsenen. Für die kleinen Kinder, um die es ja jetzt geht, kenne ich das für Deutschland noch nicht. Es gibt es für die USA, die haben das gemacht jetzt in diesem, jetzt genau für diese Entscheidung, und die haben, muss man sagen, im Prinzip relativ ähnliche Ergebnisse zu dem, was wir für die älteren Kinder vorher auch hatten. Natürlich gibt es einen Effekt auf das, was in der Bevölkerung passiert, unter der Annahme, das wissen wir ja aus der Zulassungsstudie nicht, dass es tatsächlich auch einen Effekt gibt dieser Impfung auf Transmission. Das ist aber ja zumindest am Anfang sehr wahrscheinlich, wenn wir uns den Rest der Erwachsenenimpfungen angucken. Ich glaube, ein Punkt, den man jetzt sich angucken muss, ist, dass wir natürlich, was wir natürlich aktuell haben, ist ja eine sehr, sehr starke Infektionsdynamik. Das heißt, dass, was ja passieren wird, ist jetzt ohne die Impfung, dass doch zumindest in den hauptbetroffenen Gebieten aktuell ein ganz großer Teil der Kinder sich dann infiziert. Und wahrscheinlich dann auch im Rest von Deutschland eben die, die nicht geimpft sind. Und das muss natürlich theoretisch dann hinterher in solche Modellierungen reinspielen. Also auch die Kinder, die sich infiziert haben, haben natürlich zumindest dann eine Zeit lang eine Immunität erstmal, sodass das ist sicher ein zusätzlicher Aspekt, den man jetzt in solchen Modellierungen, die STIKO dann, denke ich, ja auch machen wird, in ihrer Empfehlung mit berücksichtigen muss. Ne? Das heißt aber natürlich auch, und das ist sicher auch wichtig jetzt auch für die individuelle Entscheidung, dass natürlich die Entscheidung, die man aktuell fällt, sowohl auf Bevölkerungsebene als auch individuell, schon eine ist, wo man auf der einen Seite ein sehr, sehr hohes Risiko für eine Infektion hat, die bei den Kindern, das wissen wir, in ganz kleinem Prozentzahl dann mit schweren Verläufen einhergeht, oder eben auf der anderen Seite, dass die entsprechenden Nebenwirkungen dieser Impfung. Ich habe gestern direkt gesehen, dass Österreich die Impfung für die 5- bis 11-Jährigen jetzt auch direkt empfohlen hat. Und also das Bundesministerium für Gesundheit in Österreich, und dass die sogar in ihrer Empfehlung sagen, bis es die richtigen Vials für die Kinderdosis gibt, dass man jetzt schon die Vials, die vorhandenen Fläschchen aus für den Erwachsenendosen verwenden soll. Und da gibt es auch eine Anleitung, wie das gemacht werden soll. Können Sie das als Experten unterstützen? Ist das wirklich so nötig, jetzt auch da in dieser Infektionswelle da direkt reinzugehen und die Kinder so schnell wie möglich zu impfen? Gerne. Die Frage geht eigentlich an Sie alle drei. Soll ich mal? Ja, nein, Herr Hennig, gerne. Herr Zepp, Sie dürfen das dann noch abschließend sagen. Also ich denke, erstmal gibt es schon auch eine Stellungnahme von der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde zu sagen, das finden wir nicht gut. Und ich denke auch, wir sollten nicht. Es wird manchmal so getan, als würde die Medizin neu erfunden werden müssen. Und auch die wir haben ja sehr viele Mechanismen, und da spielt die STIKO eine essentielle Rolle, die sich wirklich ja über die Jahrzehnte auch extrem entwickelt hat, was ihre Begründung, was die Transparenz der Begründungen angeht, was die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen angeht. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir dieses Niveau erreicht haben. Und da denke ich, sollten wir nicht von abweichen aus populistischen Gründen. Und hier geht es wirklich darum, haben gerade gehört, dass die EMA die Zulassung befürwortet oder die Zulassung zulässt. Und jetzt brauchen wir erstmal das Präparat.
Ja, das Präparat ist im Moment nicht verfügbar. Und jetzt zu sagen, wir stricken uns jetzt selbst was, geht für mich wirklich im Augenblick viel zu weit. Ja, also wir müssen eine sehr geringe Menge hier injizieren. Das ist 0,1 Milliliter müssen injiziert werden. Das ist einfach schlecht zu handhaben. Und dann kommt man auf einmal in die Frage, ja, welche Dosis wird denn dann letztlich praktisch wirklich injiziert? Denn das ist eine sehr geringe Menge, 10 Mikrogramm. Und da spielen halt sehr, sehr geringe Volumina schon eine Rolle. Und dann haben wir ja sowieso eine Altersspanne und wir haben auch eine Gewichtsspanne da ja schon. Das heißt, das ist alles schon gemittelt. Also ich finde das verfrüht und sehe dafür keine Begründung, das so zu tun. Ja, das würde ich absolut, wie Herr Hennecke das gesagt hat, unterstützen. Es ist einfach ganz klar, wenn man jetzt über die Impfempfehlung von solchen Altersgruppen spricht, dann muss man auch, das ist aber auch ja vorher schon angekündigt, eben berücksichtigen, wie groß ist die Belastung dieser Altersgruppe durch die Krankheit oder durch die mit der Krankheit assoziierten Komplikationen. Und tatsächlich kann das für unterschiedliche Länder unterschiedlich sein. Also zum Beispiel die Krankheitslast in den USA ist dramatisch, wo ein Vielfaches, ungefähr 10-mal so hoch im Kindesalter wie bei uns in Deutschland, hat ganz verschiedene Gründe. Es sind zum Beispiel ganz bestimmte ethnische Gruppen zu 80% betroffen. Über 60% der betroffenen Kinder leiden an Adipositas, was erfreulicherweise in Deutschland nicht so eine Rolle ist. Und insofern kann man dort auch zu einer anderen Akuteinschätzung kommen. Heißt ja nicht, dass wir uns nicht in Zukunft auch entsprechende Empfehlungen anpassen. Aber ich sage mal, Grundprinzip ärztlichen Handelns ist nicht zu schädigen. Und das heißt am Anfang im Prinzip natürlich zu bewerten, wo sind die Risiken bei der Krankheit und wo sind die Risiken bei der Impfung. Und in Österreich, ich sage mal, hat das jetzt empfohlen. Natürlich ist das Infektionsgeschehen in Österreich aktuell noch etwas dynamischer als bei uns in Deutschland. Allerdings sehe ich zumindest aus der Kenntnis, die ich habe von den Daten zu den Kindern, auch dort nicht eine große Krankheitslast. Und jetzt sage ich mal, den Vorgriff auf eine europäische Zulassung, so ein Hilfskonstrukt zu erzeugen, das halte ich für einen gesundheitspolitischen Schnellschuss, der unnötig ist und Kinder aus meiner Perspektive schon auch unter Umständen gefährdet. Und zwar, was man sehen muss, Herr Hennecker hat es gesagt, der Impfstoff für die Altersgruppe 5 bis 11 Jahre ist niedriger dosiert. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Und es ist auch eine gute Nachricht, dass es einen solchen Impfstoff gibt, über alles. Das ist wichtig, weil es gibt eben Kinder auch in dieser Altersgruppe oder vielleicht auch noch jünger, die auch von ganz konkret davon profitieren. Und dieser Impfstoff, der kann aber nicht so einfach aus diesen Gläschen, aus den Verpackungen für die Erwachsenen entnommen werden, weil da müsste eben nochmal zweifach mehr verdünnt werden. Und das passt in das Gläschen nicht rein, deshalb muss es neu verpackt werden. Und das dauert logistisch gesehen beim Hersteller halt etwa 2 Wochen noch oder sowas, bis der Impfstoff da ist. Da wir aber keine Not haben, was Krankheitslast angeht in dieser Altersgruppe, sollte man eben nicht eine Erwachsenendosis verdünnen. Herr Hennecker hat gesagt, der Erwachsene bekommt 0,3 Milliliter. Das ist schon für eine Impfung eine relativ geringe Menge, die wir in den Muskel platzieren wollen. Und dann müsste es für ein Kind 0,1 Milliliter werden. Und wenn man jetzt noch die Totraumvolumina betrachtet, die solche Spritzen haben, wenn ich sehe, dass manchmal aspiriert wird und dann hängt ein Tropfen im Prinzip irgendwo anders in der Spritze, dann ist unsere Sorge nicht, dass ein Kind zu viel bekommt, sondern die Sorge ist eher, dass im Prinzip diese 0,1 Milliliter im Muskel nicht ankommen, sondern irgendwo auf dem Weg dorthin verloren gehen, ins Fettgewebe vielleicht. Und am Ende, man jemand vermittelt, man hat einen Schutz erzeugt, der nicht existent ist. Und das wäre fatal. Gerade weil ja am Anfang die chronisch oder mit vorerkrankten Kinder ja besonders berücksichtigt würden. Also wir haben, glaube ich, keine Not, neben der Zulassung oder Off-Label vorzugehen. Und ich glaube, viele Kinderärzte einige haben mich angerufen und haben gesagt, wir können das, wir können 0,1 Milliliter dosieren. Glaube ich auch, dass der Einzelne das kann, aber über alles ist das kein gutes Konzept. Wir wollen, wenn wir impfen, dann auch wirklich die Sicherheit haben, dass wir einen adäquaten Impfschutz erzeugen. Gut, außerdem hat das Kinderpräparat ja auch ein paar Besonderheiten, richtig? Also das ist auch nochmal ein anderer Puffer, der da zum Verdünnen genommen wird. Inwiefern unterscheidet sich das? Was macht das aus? Wissen Sie das? Also das kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, weil wir dazu ja auch nur begrenzte Informationen haben im Prinzip. Aber das hat wahrscheinlich mit dem Lösungsverfahren zu tun. Das hat wahrscheinlich keinen Einfluss jetzt auf die eigentliche Wirksamkeit des Impfstoffes. Ich weiß nicht, ob Frau Lange da noch mehr zu weiß, aber im Prinzip haben wir auch nur die Datasheets, die der Hersteller dazu freigibt. Ja,
Und die Zulassung oder die Empfehlung von der EMA, bezieht sich das auch tatsächlich nur auf die Flächen, die für die Kinder dann vorgesehen sind? Oder ist die Empfehlung oder die Empfehlung der EMA, bezieht sich das grundsätzlich auf den Impfstoff? Nee, die EMA kann nur, also der Hersteller stellt einen Antrag für eine Zulassung. Und darin beschreibt er das Produkt, das er hat. Das ist entweder ein Erwachsenenprodukt. Und dieses ist im Prinzip, wenn man sich, das kann man die Informationen bei der EMA auch abrufen, ab 12 Jahre bis zum Alter zugelassen in der Verwendung. Und dann hat er jetzt einen Antrag eingeleitet, im Prinzip das Produkt für Kinder 5 bis 11 zuzulassen. Das ist auch, sagen wir mal, anders befüllt. Das sind 10 Dosen an 0,2 Milliliter mit 10 Mikrogramm drin. Das heißt, also die Verdünnung ist eine andere und auch die Zahl der Dosen, die Sie aus einem solchen Beil, also Glasgefäß herausholen können. Und dieses wird dann für diese Altersgruppe zugelassen. Und jede Verwendung, zum Beispiel der Erwachsenenformulierung, außerhalb der Indikation, der Zulassung, die schon vor Monaten erteilt wurde, ist ein Off-Label-Use. Also man ist nicht einfach ein Wirkstoff zugelassen, man kann den selber verdünnen. Würde man den verdünnen wollen, dann müsste man ja im Prinzip wie in einer Universitätsapotheke Reinraumbedingungen herstellen. Das kann keine Praxis oder auch kein Impfzentrum. Also das wäre nicht lega artis und es wäre der Arzt oder die Ärztin, die das machen, die sind gut beraten, dann auch darüber aufzuklären, dass es Off-Label ist und sich das bestätigen zu lassen. Vielleicht kann ich da noch mal was auch noch mal irgendwie verstärken. Also erstens glaube ich, wir alle stehen hier für Impfungen. Wir stehen dafür, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren daran, dass gute Impfstoffe verfügbar gemacht werden für Kinder und dass die auch zur Anwendung kommen. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen von allen von uns. Und auch das Gleiche gilt bei mir jetzt auch ganz sicherlich für einen sicheren Covid-Impfstoff, weil ich auch sicher davon überzeugt bin, jedes Kind, das ein Risiko hat, davor zu schützen. Und wir haben eine Reihe, gerade ich an der Uni Freiburg, aber natürlich in vielen anderen Bereichen auch, eine Menge von Kindern, die sehnsüchtig darauf warten, die zu Risikogruppen gehören, sehnsüchtig, wo die Familien sehnsüchtig darauf warten, dass dieser Impfstoff verfügbar gemacht wird. Herr Hennicke, dazu kam auch eine Frage. Welche Vorerkrankungen, welche Risikokinder zählen damit rein? Ja, also wir haben natürlich eindeutige Signale. Also was, wie Herr Zipp schon sagte, Adipositas mag sicher eine Rolle spielen. Es ist aber auch gerade, dass Kinder, an die man nicht vielleicht zuerst denkt, das sind Kinder mit Trisomie, die ein Risiko haben. Es sind auch Kinder mit anderen Fehlbildungen. Es sind sicherlich auch Kinder, die gar nicht so gute Signale unbedingt geben. Das sind die mit den Lungenvorerkrankungen, die aber gerade was dann zusätzliche Infektionen angeht, auf einmal in ein richtig schweres Risiko geraten. Also Organschädigen, gerade der primär betroffenen Organe, Lunge, natürlich auch Immunschwäche im weiteren Sinne, aber das sind sehr heterogene, das ist eine sehr, sehr heterogene Gruppe von Patienten. Also es gibt Risikopatienten und deswegen ein guter Impfstoff, super, ja, den wollen wir haben, den brauchen wir dringend. Aber ich glaube, was wir doch aus den letzten Monaten gemerkt haben müssten, dass der Anfang, wenn man sagt, im Anfang wohnt ein Zauber inne, der Anfang muss so sein, dass alle, sowohl die Eltern als auch die Ärztinnen und Ärzte, die impfen, das Gefühl haben, ja, das ist genau das Richtige jetzt. Und dann zählt das mehr als ein holpriger Start, wo man dann möglicherweise zurückrudern muss, weil es dann eine ambivalente Empfehlung geben muss, weil auf einmal Signale irgendwoher auftauchen. Also sagen wir alle in dem Augenblick nach bestem Wissen und Gewissen, wir haben ein Produkt, das wir glauben, das so verimpft wird, wie wir das kennen, nach den Standards, die wir lange etabliert haben, und da stehen wir alle dahinter, dann bin ich persönlich davon auch überzeugt, dass wir da einen deutlich größeren Einfluss auf das Geschehen haben, als wenn man da wieder durchstottert und dann möglicherweise wieder Phasen hat, wo nicht geimpft wird. Wir kennen das alle bestens aus anderen, für andere Impfstoffe. Ja, also Euphorie und Depression folgen oft Hand in Hand. Ja, wir hatten das es gilt für Keuchhusten, galt das, und es galt für viele Impfstoffe, wo wir immer wieder gekämpfen mussten, dass da wieder ein gutes Mittelmaß, auch für zum Beispiel die Gebärmutterhalskrebsimpfung. Ein sehr guter Impfstoff, wo es auch große Probleme gab in der Einführung. Also ich denke, wir sollten nicht diese Fehler wiederholen, sondern sollten jetzt ein bisschen die Füße ruhig halten und dann einen richtig tollen Start haben in diese Impfkampagne, in dieser spezifischen Altersgruppe.
Ja, ist natürlich tatsächlich jetzt gerade besonders schwer. Die Inzidenzen gehen weiter nach oben und der Druck ist halt gefühlt in der Gesellschaft auch so stark. Auch nochmal, ich will auch nochmal auf Sie zurückkommen, Frau Lange, auch von meiner Eingangsfrage bezüglich der Schulschließung. Da kam mich auch noch eine Frage von draußen, ob die Kinderimpfung in der Altersgruppe denn tatsächlich dazu beitragen kann, dass Schulschließungen verhindert werden, wenn sie dann Ende Dezember vielleicht auch losgeht. Also ich wollte erstmal noch einmal sagen, ich stimme völlig überein, dass dieser Impfstoff, der soll sicher sein. Und natürlich, wir sehen jetzt in der Phase-3-Stufe, nach allem, was man da sehen kann, sieht der sehr, sehr sicher aus. Ja, aber natürlich, diese Phase-3-Studie hat halt 2,3 Monate als Überblickszeitraum. Und wir haben eben und sind auch nur begrenzt viele Kinder. Wir haben jetzt relativ viele Kinder natürlich auch schon in den USA, die geimpft worden sind mit diesem Impfstoff. Das heißt, da sehen wir auch oder werden jetzt, denke ich, sehr schnell sehen, was es an sehr, sehr seltenen Nebenwirkungen hat. Wir haben aber natürlich, und ich beneide da ich beneide die STIKO da wirklich überhaupt nicht. Es ist wirklich eine schwierige Abwägung gerade, weil man muss sich klar machen, also jetzt einmal aus der Epidemiologie heraus, in der Infektionsdynamik, in der wir gerade sind, in den sehr, sehr betroffenen Gebieten, werden wir ja vermutlich einen Peak irgendwann irgendwann Ende bis Mitte Dezember sehen. Und in diesen Gebieten ist es tatsächlich so, dass danach dann auch ein Großteil der bisher ungeimpften Bevölkerung oder zumindest ein relevanter Teil dieser Bevölkerung infiziert ist. Und das gilt natürlich auch für die Kinder. Und das ist schon, glaube ich, eine ganz andere Situation in der Situation eine Entscheidung über den Impfstoff zu treffen als in anderen Situationen, weil man muss sich ja klar machen, wenn ich dann im Januar die Impfungen richtig losgehen, dann kann ich natürlich diese Infektionen, die stattgefunden haben und die Krankenhausaufnahmen, die damit stattgefunden haben, nicht mehr verhindern, sozusagen. Zur Frage Schulschließungen. Also ich Schulschließungen sind ja ein Mittel zur Infektionseindämmung, was ungemein hohe Nebenwirkungen hat. Also das führt zu ungemein hohen Bildungsnebenwirkungen und es führt zu ungemein hohen gesundheitlichen Nebenwirkungen. Und deswegen, sollte das ist ja so ein bisschen, da versucht man ja jetzt wirklich zu vermeiden, dass es zur Infektionseindämmung der Erwachsenen überhaupt noch verwendet wird, weil eben die Nebenwirkungen bei den Kindern so hoch sind, sodass die Hoffnung natürlich ist, jetzt muss man vielleicht wirklich mal die hochbetroffenen Gebiete, da ist die Situation sicher ein bisschen anders, aber in den anderen Gebieten, dass wir ohne Schulschließung trotzdem versuchen können, Infektionen in den Schulen einzudämmen, sozusagen. Und die Impfung an der Stelle muss man auch ehrlich sagen, selbst wenn sie jetzt sehr, sehr schnell starten würde, würde uns natürlich für diese vierte Welle, in der wir aktuell sind, nur einen Teil noch abmildern. Es würde abmildern jetzt, das ist klar. Dann, also insbesondere natürlich direkt bei den Kindern selbst, würde es Infektionen vermeiden. Aber es braucht ja auch immer ein bisschen, bis das dann wirkt. Herr Zepp, in der STIKO diskutieren Sie denn solche Aspekte, die Nebenwirkungen einer Schulschließung, die ja einhergehen kann mit extrem hohen Infektionszahlen und den potenziellen Nebenwirkungen durch die Impfung entstehen können? Oh ja, selbstverständlich. Also wir betrachten alle Aspekte, die im Prinzip den Lebensraum von Kindern angehen oder auch eben von vor lange angesprochenen psychosozialen Folgen von solchen Interventionen. Wir sind aber zumindest aus Pädiatrierseite in der STIKO der Auffassung, dass diese Maßnahmen, die auch in der Vergangenheit stattgefunden haben, bezogen auf die Situation, ich will nicht sagen völlig, aber sehr stark überzogen waren. Das wäre nicht notwendig gewesen. Man muss zum einen ja sehen, dass in der gesamten Statistik, die auch vom RKI ja täglich dargestellt wird, ist die scheinbare Krankheitslast von Kindern eigentlich überrepräsentiert. Diese Statistiken zeigen Ihnen immer Covid-19-Fälle und dann steht dann immer inklusive der asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektion. Bei den Kindern sind es vor allen Dingen asymptomatische SARS-CoV-2-Infektionen, was diese Statistik gar nicht so deutlich eben herausstreicht. Und dann muss man sich darüber klar sein, es ist die einzige Alterskohorte in unserer Gesellschaft, die wir regelhaft anlasslos testen. Und zwar je nach Bundesland, bei uns hier in Rheinland-Pfalz zweimal pro Woche. Es gibt Bundesländer, die das fünfmal pro Woche machen. Mit anderen Worten,
Wir identifizieren permanent eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen, die im Prinzip eine symptomlose Auseinandersetzung mit dem Virus durchleben, die eigentlich gar nicht erkranken, alleine weil wir diese Situation darstellen wollen. Und das ist natürlich was Wichtiges, was man in diesen Entscheidungen berücksichtigen muss. Dann ist es so, was kann ich mit einer Impfung erreichen? Frau Langer hat es angesprochen, das Robert-Koch-Institut, also wollte ich nochmal sagen, die STIKO kann ja gar nicht von ihrer Manpower oder Womanpower her diese Modulierung durchziehen, sondern dankenswerterweise werden wir von den Fachleuten der STIKO, ach Quatsch, des Robert-Koch-Instituts davon unterstützt. Und ich sage mal, wir hatten das Ende August, Anfang September eben gesehen, diese Modellierung, die tatsächlich die vierte Welle auch vorausgesagt hat. Und wir haben damals überlegt, wir haben 70% Geimpfte und 15% Genesen, da kann das passieren. Und ich glaube, einer der wesentlichen Parameter, der zu der Promotion, zu der Dynamik geführt hat, ist, dass wir in dieser Phase im Prinzip viele der Hygieneregeln, die wir vorher befolgt haben, aufgegeben haben, sodass, sage ich mal, der Austausch viel stärker geworden ist. Interessant aber für uns ist, aus jetzt im Fokus auf die Kinderimpfung, dass man da gesagt hat, okay, wenn eine solche Welle kommt, Kinder nehmen wie alle anderen Menschen am allgemeinen Infektionsgeschehen teil, gibt es mehr Infektionen und dann gibt es mehr Krankenhausaufenthalte. Und das ist eigentlich interessant, Herr Hennecke hat es gesagt, das ist tatsächlich nicht eingetroffen. Das war einer der wesentlichen Gründe, die uns bewogen haben, zu sagen, okay, wenn das zu erwarten ist, zweimal so viel Krankenhausaufenthalte wie in der ganzen vorangehenden Pandemie, dann ist es wertvoll, das zu impfen. Das ist aber auch gut, dass es so ist und wir befürworten das natürlich. Und das andere, was noch spannend war, was wir in der Modellierung gesehen haben, dass die Impfung der 12- bis 17-Jährigen einen positiven Effekt auf das Infektionsgeschehen der unter 12-Jährigen hat, also einen indirekten Effekt. Aber auch ein wichtiges Ergebnis gewesen, keinen relevanten Effekt auf das Geschehen der über 18-Jährigen. Mit anderen Worten, dort, wo wir die Probleme haben, die schweren Verläufe und die Belastung des Gesundheitssystems erzeugen, da ist eigentlich die wichtigste Nachricht, auch von Seiten der STIKO, die Menschen müssen wir möglichst erreichen und möglichst alle impfen. Und dann ist es natürlich, sag mal, kann man wichtig, ist von allen hier betont worden, in die jüngeren Altersgruppen gehen, dort vor allen Dingen die, die mit einem hohen Krankheitsrisiko belastet sind, zunächst impfen und dann entscheiden, was man braucht. Wichtig ist auch, egal ob ich heute anfange oder am 20. Dezember anzuimpfen, diese Effekte, die werden wir erst im Januar sehen, weil es einfach 4-5 Wochen dauert, bis ein guter Schutz aufgebaut ist. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gleich Frau Lange, ist es so, dass wenn wir jetzt also auch die noch jüngeren Kinder impfen würden, dass voraussichtlich der Effekt auf die Übertragungsraten auch auf die Älteren, also auf die Erwachsenen tatsächlich gar nicht so stark wäre? Populationsbezogen. Im Individualfall, das werden wir auch sagen, also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir sehr bald, wenn der Impfstoff zugelassen wurde, eine Empfehlung haben für Kinder mit Vorerkrankungen und zusätzlichen Risiken, wie das hier beschrieben wurde, plus für Kinder, die im häuslichen Umfeld Menschen gefährden könnten, die nicht geimpft werden können. Also zum Beispiel Eltern, die an einer onkologischen Erkrankung leiden und unter Chemotherapie sind. Also diese Gruppen wird man sicherlich im Fokus haben. Insofern haben wir auch den Effekt der Verminderung der Übertragung im Auge. Und wir beobachten im Prinzip auch natürlich, was in den Schulen passiert. Natürlich sehen wir, dass es ein Problem ist, wenn zum Beispiel in der Schule in Rheinland-Pfalz sind jetzt etwa 50% der 12- bis 17-Jährigen geimpft. Und wenn jetzt in der Schule ein Indexfall, also ein Eintrag stattfindet, dann haben wir natürlich ein Problem, dass 50% gewissermaßen in Quarantäne geschickt werden, während 50% im schulischen Umfeld bleiben können. Das ist auch ein strukturelles gesellschaftliches Problem. Und natürlich, weil Sie es angesprochen haben, bewerten wir und beraten wir diese Aspekte auch, wenn wir Empfehlungen vorbereiten. Frau Lange. Ich weiß nicht, aber wir haben noch nicht so richtig über Zahlen gesprochen. Das wollte ich einmal vielleicht genau, auch. Genau, hier kam nämlich auch die Frage, wie stark reduziert die Impfung das Übertragungsrisiko und gibt es dazu Daten? Ja. Das wissen wir natürlich jetzt für die Kinderimpfung noch nicht. Für die Erwachsenenimpfung wissen wir, es reduziert Übertragungsrisiko auch. Wir wissen für die Kinderimpfung vor allem, dass es eben symptomatische Fälle so um 90% senkt in der Phase 3-Studie. Und ich wollte jetzt einmal noch so auf die Zahlen hinweisen, weil das haben wir ja alle gesagt, die Krankheitslast bei den Kindern ist sehr, sehr klein. Sie ist natürlich, das muss man auch immer sagen, Kinder haben eigentlich immer immer niedrige Risiken für sehr schwere Verläufe oder eben Todesfälle insgesamt. Aber es gibt natürlich schon Krankenhausaufnahmen und das RKI
meldet. Wir wissen vom RKI nicht ganz genau in dieser Altersgruppe, wie hoch das ist. Wir wissen, dass es insgesamt so um die 6.000 Krankenhausaufnahmen unter 18 sind. Und wir wissen auch, dass es gibt ja das DGPI-Register und die nehmen, die versuchen, glaube ich, tatsächlich die Krankenhausaufnahmen herauszunehmen, die sozusagen auch wirklich symptomatisch sind oder zumindest aus Covid-Gründen erfolgen. Die haben jetzt um die 2.000 Krankenhausaufnahmen über die gesamte Pandemie hinweg bei Kindern gesehen und ungefähr 300 davon in der Altersgruppe, um die wir jetzt gerade reden, sozusagen. Und dann muss man sich natürlich auf der anderen Seite klar machen, dass wir vermutlich in dieser Zeit, das wird jetzt keiner ganz genau sagen können, aber in Deutschland sind in dieser Zeit, die wir bisher haben, so um die 10-20% der Kinder haben schon eine Infektion gehabt. Das ist also die Krankheitslast, die man auf diese Infektionszahlen insgesamt hat. Die insgesamten Hospitalisierungen liegen sicher über diesen 300, weil das DGPI-Register nur einen Teil der tatsächlichen Fälle aufzeigt. Was man aber ganz gut sieht, ist, und dass in diesen Krankenhausaufnahmen 3/4, zumindest nach den Daten, nicht, also keine Vorerkrankungen haben, wenn ich das richtig interpretiere. Und das ist ganz anders natürlich als bei den Kindern, die dann wirklich schwere Verläufe kriegen. Die haben ungefähr zu 3/4 auch wirklich relevante Vorerkrankungen. Das heißt aber natürlich, das muss man sich nur einfach klar machen, wenn es jetzt eine Empfehlung geben wird, und danach sieht es ja aus, die sich erstmal hauptsächlich auf die Kinder mit Vorerkrankungen bezieht, dann kann ich tatsächlich damit, wenn die gut umgesetzt wird, einen großen Anteil dieser Kinder, die auch tatsächlich sehr, sehr schwere Verläufe bekommen, die kann ich reduzieren. Was die Krankenhausaufnahmen angeht, kann ich nur sehr begrenzt reduzieren in diesem mit so einer Empfehlung, dann würde der meiner Interpretation. Eigentlich hatte sich ja Hennicke vorher gemeldet, aber wenn Sie direkt was dazu sagen wollen. Ich will nur ganz kurz noch ergänzen zu den Krankenhausaufenthalten. Da ist es so, dass insbesondere bei den Altersgruppen unter 12 Jahren etwa die Hälfte der gemeldeten Fälle, beim RKI gemeldeten Fälle, im Prinzip nicht wegen einer SARS-CoV-2-Infektion ins Krankenhaus aufgenommen wurden, sondern, ich weiß nicht, zu einer Blinddarmoperation. Und jetzt wird ja bei jedem Kind, das im Krankenhaus aufgenommen wird, wird im Prinzip ein Virus-PCR gemacht. Und dann sind sie dadurch aufgefallen und dann werden sie natürlich auch gemeldet. Also man muss ja auch darüber klar sein, dass die reine Zahl bei den Krankenhausaufenthalten auch die Krankheitslast durch Covid-19, also die Erkrankung, wahrscheinlich noch ein bisschen überrepräsentiert. Richtig, aber hier im DGPI-Register, das ist ja wirklich hervorragend gemacht. Da kann man ja auch sehen, was für Therapien die Kinder haben. Und da hat natürlich schon ein relevanter Anteil dieser Kinder auf Normalstationen, über die ich gerade geredet habe. Die brauchen natürlich auch eine Sauerstofftherapie. Von daher, die sind sicher auch dann durchaus Covid-erkrankt gewesen. Für die RKI-Hospitalisierungsdaten würde ich zustimmen. Da gibt es sicherlich einen Überhang an Kindern, die durch Screening entdeckt worden sind. Der ist nur nicht statistisch herausholbar, weil wir das einfach nicht wissen, welche Prozentzahlen dieser Kinder durch Screening entdeckt worden sind. Da haben Sie absolut recht. Deswegen sind die DGPI-Daten ja so besonders wichtig, weil sie im Prinzip die Hintergrundinformationen mitführen. Genau, um das noch kurz zu Ende zu führen. Also wenn man sich diese Daten jetzt anguckt, und dann gebe ich an Philipp ab, wenn man sich die Daten anguckt, heißt das natürlich, das ist ungefähr das, was wir reduzieren können. Weil wir gehen ja davon aus, dass wie bei den Erwachsenen auch, das ist jetzt eine Annahme, die man machen muss aus der Phase-3-Studie, aber wir würden davon ausgehen, dass wir Hospitalisierungen, schwere Verläufe bei den Kindern in etwa ähnlichem Ausmaße senken, wie das auch bei den Erwachsenen der Fall ist. Und das heißt, diese Anzahl, die jetzt aktuell auf ungefähr 10-20% Infektionen bei Kindern kommt, das ist das, was man dann reduzieren kann an Krankenhausaufnahmen, wenn man impfen würde, im Vergleich zu, wenn Kinder sich jetzt infizieren, was sie natürlich, das habe ich ja schon gesagt, tun werden. Gut, also ich glaube, das ist wichtig, über Zahlen zu reden. Und ich denke nochmal, ein guter Impfstoff ist dringend notwendig. Und dieser Impfstoff hat alle Voraussetzungen dafür, ein guter Impfstoff zu sein, auch für diese Altersgruppe. Insofern absolut d'accord. Aber ich glaube, es gibt auch die andere Sicht
Sichtweise. Und die andere Sichtweise ist, die Hospitalisierungsquote liegt wahrscheinlich unter 1% bei Covid-19 in der Gruppe. Unter 1%, das heißt also, wenn man dann auch überlegt, wie viel man impfen muss, um eine Hospitalisierung, und viele von denen, das ist eben wirklich jetzt die andere Sicht auch aus Seiten der Kinderärzte, wir haben auch eine niedrigere Schwelle zur Aufnahme von Kindern, gerade von kleinen Kindern in den Kinderkliniken. Wir nehmen sehr viele Kinder auf, wenn wir nicht ganz sicher sind, wie der Verlauf sein wird. Kennen wir gerade bei respiratorischen Erkrankungen, wo wir sehr konsequent aufnehmen, wenn die Sättigung zum Beispiel unter 93% ist. Das ist keineswegs bedrohlich, aber es könnte einen bedrohlichen Verlauf andeuten. Das heißt, ich glaube, wir müssen schon sagen, die Verläufe sind nach allgemeiner pädiatrischer Sicht in aller Regel, im Regelfall nicht schwerwiegend und bedingen nicht, die werden noch nicht mal vorgestellt im Krankenhaus. Das heißt, wir brauchen hier eine hohe Sicherheit. Und ich glaube, wir sollten auch trennen. Deswegen finde ich die Idee einer Indikationsimpfung auch sehr gut. Wir haben Patienten, die individuell davon profitieren. Und denen dürfen wir diesen Impfstoff auch nicht vorenthalten. Im Gegenteil, die brauchen den. Und dann haben wir aber die Frage, und das wird im Augenblick extrem vermischt und gerade in der öffentlichen Diskussion, eines Kohorteneffekts oder eines Effekts auf die Pandemie. Und da muss, denke ich, gehört es auch zur Redlichkeit zu sagen, wir wissen das nicht. Wir haben extrem, wenn man nüchtern auf die Daten guckt, man kann alles modellieren, extrem widersprüchliche Daten aus den verschiedenen Ländern. Wir haben Impfquoten wie in Dänemark, die sind sind wesentlich besser als bei uns, und die haben jetzt dieselbe Pandemie durch, die wir durchmachen. Wir sehen gerade in Portugal, wo die fast eine perfekte Impfquote haben, dass die Zahlen sehr stark ansteigen. Wir sind jetzt auch fast bei 200, haben fast eine 200er 7-Tage-Inzidenz. Das heißt, die Frage jetzt zu glauben, dass man mit dieser Impfung die Pandemie einen wesentlichen Beitrag zur Beendigung dieser Welle leisten kann, ich glaube, davor würde ich, ich glaube, ich halte das für kontraproduktiv, ehrlich gesagt. Sondern es geht um den Schutz von einzelnen Kindern, die ein Risiko haben, und es geht um diese Gruppe, die geschützt werden muss und die geschützt werden soll, aber unter wirklich guten Bedingungen, und alles andere kommt danach. Also ich argumentiere hier wirklich ganz stark aus Sicht eines Arztes, der die Kinder sieht und auch dafür zuständig ist, was passiert, wenn dann seltene Nebenwirkungen auftreten. Das, denke ich, muss einem auch bewusst sein. Das haben wir gesehen, das sind immer noch einzelne ärztliche Interventionen, die durchgeführt werden. Und da sind auch seltene Nebenwirkungen sind auch nicht zu vernachlässigen. Also ich denke, wir plädiere dafür, wir wollen schwere Fälle verhindern. Dafür müssen wir alles tun. Aber respiratorische Infektionen, das spielt einfach bezogen auf andere respiratorische Infektionen im Augenblick Covid keine herausgehobene Rolle. Na, zu den Nebenwirkungen kamen mich auch noch ein paar Fragen, also zum Beispiel, was ein angemessener Beobachtungszeitraum dafür sei. Herr Zepp, wie lange muss man warten, bis man dazu die ersten Daten in Erfahrung bringen kann? Also ich würde sagen, ich glaube, vor langer hat es vorhin gesagt, jetzt aus der Studie heraus ist der durchschnittliche Beobachtungszeitraum 2,3 Monate. Das ist noch relativ kurz. Also normalerweise würden wir für einen Impfstoff schon wünschenswerterweise 3, vielleicht besser 6 Monate haben. Man kann sagen, auch was die Erwachsenen angeht, dass die meisten relevanten Nebenwirkungen eigentlich in diesem Zeitfenster bei einem erwachsenen Menschen auftreten müssten. Weil zum einen gibt es die akuten Nebenwirkungen, die wir alle kennen und die bei diesen Impfstoffen auch nicht anders sind als bei Diphtherie, Tetanus oder Keuchhusten, also Schmerz an der Injektionsstelle oder auch mal Schwellung oder auch mal ein oder zwei Tage eine körperliche Abgeschlagenheit und Fieber. Das ist ja eigentlich normal, weil unser Immunsystem interagiert mit dem Impfstoff, und eine der Reaktionen ist natürlich, eine Entzündungsreaktion zu haben. Und dann wird ja eben längerfristige Nebeneffekte auf die Entwicklung. Manchmal diskutiert man Autoimmunphänomene oder sowas, die müssten eigentlich innerhalb von 3 Monaten sich dargestellt haben. Wobei ich sage auch nochmal, das sind extrem seltene Ereignisse. Genauso wie die Myokarditis per se statistisch gesehen ein seltenes Ereignis ist, etwa einmal unter 15.000 Impfungen bei Jungs und bei Mädchen noch deutlich, deutlich niedriger. Allerdings, wenn man natürlich eine ganze Population impft, dann hat man am Schluss doch eine deutliche Zahl, mit der man umgehen muss.
Und da ist es natürlich bei Kindern, das sagen wir immer, bei jeder Medikamentenentwicklung für Kinder etwas anderes. Das sind junge Körper, die in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess sind. Und gerade in der Pubertät gibt es auch ganz viele Veränderungen hormoneller Natur. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass Hormone auch was mit der Impfantwort zu tun haben. Das ist schon lange bekannt. Aber das sehen wir ja auch an der unterschiedlichen Entwicklung, zum Beispiel von Thrombosen bei Frauen mit Vektorimpfstoffen und Myokarditiden bei Männern mit mRNA-Impfstoffen. Also da gibt es auch viele Dinge, die wir wirklich noch nicht gut erklären können. Und aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass wir mit der nötigen Sorgfalt vorgehen und das und diese Aspekte beobachten. Ja. Hier gab es mir noch eine Frage, auch nochmal zu den Myokarditen. Wieso wird bei den mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 von einem Sicherheitssignal bezüglich der Myokarditen bei jüngeren Menschen gesprochen, obwohl die Hintergrundinzidenz aufgrund der hohen Dunkelziffer ja anscheinend gar nicht validiert werden könne? Das kommt darauf an, auf welche Lenz Sie betrachten. Also ich sage mal so, die Hintergrundinzidenz, also im Kindesalter ist es ja wahrscheinlich, ist es am häufigsten so, dass das virusassoziierte Myokarditiden sind, also im Rahmen einer Virusinfektion. Und wenn die relevant sind, dann tauchen die schon in Kinderkliniken auf. Also dazu haben wir auch die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, die sich dazu geäußert hat. Und im Prinzip eine relevante Myokarditis würde am Ende immer bei einem Kinderkardiologen oder einer kinderkardiologischen Ambulanz oder auf einer Intensivstation oder Klinik eben auch sichtbar werden. Und das ist eben auch der Fall für die Myokarditiden, die im Kontext der Impfung auftreten. Und wir gehen davon aus, von dem, was in Deutschland erfasst wurde, und da hat sich auch wieder das Robert-Koch-Institut mit einer Arbeitsgruppe an der Charité, die das als Projekt verzogen hat, eben darum bemüht, Daten zu erzeugen. Und diese Daten hat auch das Paul-Ehrlich-Institut in seiner Einschätzung dann genutzt und wir auch in der Entscheidung zu einer Impfempfehlung oder nicht, ist das Risiko mit der Impfung im Augenblick etwa 10-mal höher als in der Hintergrundaktivität in der Altersgruppe. Ich möchte noch, vielen Dank, ich möchte noch zwei Fragen auf jeden Fall unterbringen. Die Zeit läuft uns nicht davon. Eine Nachfrage an Frau Lange. Sie hatten am Anfang gesagt, es gibt ja einen relativen Effekt von 5-10% auf die Erwachsenen. Was haben Sie genau damit gemeint? Ah, das kommt tatsächlich aus der Modellierung, die ich nannte. Das sind ungefähr die Durchschnitte sowohl für Krankenhausaufnahme als auch dann für Intensivfälle, die in dieser Modellierung in unterschiedlichen Szenarien rausgekommen sind. Und diese Modellierung hat im Prinzip die vierte Welle, das ist ja das, was Herr Zepp eben sagte, da hat mehr oder weniger die vierte Welle vorhergesagt, relativ gut, muss man sagen, ja. Ist auch frühzeitig publiziert worden. Genau, ist ein anderes Thema. Und daher kommt das. Aber was, und das ist ein Effekt, den würde ich ähnlich vielleicht etwas, also kommt ein bisschen, die Altersgruppe wird schon eine Rolle spielen, aber man kann vermuten, dass der von den Übertragungswerten her dann ähnlich sein wird bei den jüngeren Kindern, vielleicht ein bisschen weniger. Was man aber eben sieht, ganz hauptsächlich in dieser Modellierung, ist der Effekt auf die Altersgruppe selber. Und der ist eben etwa bei 50%. Das heißt, 50% in der damaligen, wie gesagt, es geht nicht um die 5- bis 11er Altersgruppe, es geht um die damalige Modellierung, 50% der entsprechenden Fälle und auch der entsprechenden Hospitalisierung konnten nach der Modellierung verhindert werden. Auch eine Frage, weil es ganz brandaktuell ist. Es gibt eine neue Variante, die jetzt in Afrika identifiziert wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus sich weiterentwickelt, die ist ja einfach da, dass sie vielleicht auch gefährlicher werden. Spielen solche Abwägungen auch eine Rolle, dass vielleicht noch eine Virusvariante hinzukommt, die dann eventuell auch für die Kinder gefährlicher werden könnte? Also ich glaube, die Variantenentwicklung ist ja Teil der Pandemie. Und je weniger Krankheitsaktivität wir haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Varianten durchsetzen können. Aber was wir im Augenblick auch sehen, ist, dass es schon auch unterschiedliche Mechanismen sind. Wir sehen, dass wir auch eine Teilimmunität, die sehr gut, und das würde ich auch nochmal wirklich die Lanze brechen für die mRNA-Impfstoffe, die sind effektiv für das, was wir wollen, nämlich Vermeidung von schweren Verläufen, von Intensivstationsaufenthalten. Und da würde ich auch noch mal betonen, der Booster hilft, aber die Impfung selbst ist ja schon gut. Das heißt, der Booster ist eine zusätzliche Stärkung. Also da bin ich wirklich ganz auf Seite der Impfung. Nur ob wir damit die Variantenentstehung
vermeiden können. Das ist auf einem ganz anderen Papier, denn wir sehen ja auch, dass durchaus diese Dinge auseinanderlaufen. Ja, wir haben relativ viele erkrankte Geimpfte, die wir aber nicht so, die, das heißt, da gibt es auch Virusevolution bei denen, die erkranken aber nicht schwer. Also ich glaube, das muss nicht unbedingt aneinander gebunden sein. Wir wollen Krankheit vermeiden und die Viren, wenn die Viren, die werden sich schon anpassen. Ja, würden wir auch unterstreichen. Natürlich betrachten wir das. Und eben wie Herr Hennecke gesagt hat, im Augenblick sind wir in der komfortablen Situation, dass die vorhandenen Impfstoffe, insbesondere jetzt bezogen aufs Kind, mRNA-Impfstoffe eben wirksam sind, auch die Delta-Variante, die zirkuliert, eben in einem ausreichenden Maße zu kontrollieren. Dann werden auch neue Varianten entstehen. Das ist auch nicht überraschend, weil dieses Virus ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren auf den Menschen übergegangen. Und das befindet sich jetzt im Prinzip in einer Anpassungsphase, optimiert sich gewissermaßen auf den neuen Wirt Mensch. Und deshalb werden wir unterschiedliche Varianten sehen. Wir haben aber auch schon Varianten gesehen, die zum Beispiel in Lateinamerika waren, die aggressiver sich verteilt haben wie die Delta-Variante und am Ende kurz hier waren und nicht zum Ausbruch gekommen sind. Da wissen die Infektionsepidemiologen mehr, warum das passiert oder nicht passiert. Und gegebenenfalls werden wir in der Zukunft auch die Impfstoffe eben anpassen müssen. Dass die Impfung von Kindern jetzt, weil dann im Prinzip weniger Infektionen auftreten, die Chancen, dass neue solche Varianten entstehen, die sowieso entstehen werden, vermindert, das wissen wir nicht genau. Denn wir wissen, dass die Impfung keine sterile Immunität erzeugt. Mit anderen Worten, auch eine geimpfte Gruppe wird das Virus eben auf den Schleimhäuten auch replizieren können. Und damit können wir allenfalls, ich sag mal, eine temporäre Verschiebung solcher Varianten erzeugen, aber wir können sie nicht wegimpfen am Ende des Tages, aus unserer oder aus meiner Sicht. Ja, wir sind schon mit der Zeit eigentlich rum, deswegen wollte ich noch eine Sache ein. Ja, gut. Nur also ich was ich dazu noch sagen kann, und das ist jetzt ein bisschen ein anderer Aspekt, aber aus der epidemiologischen Sicht, weil wir bei jeder dieser Varianten immer gefragt wurden, ist die jetzt relevanter für die Kinder als vorher? Alpha war das der Fall, Delta war das der Fall. Und eins unserer Probleme ist immer an der Stelle, dass wir das nie am Anfang können. Und das will ich nur einwerfen. Wir können am Anfang zwar relativ schnell ausrechnen, ist sozusagen, das hat man ja dann schnell gemacht für Alpha und auch für Delta, Hospitalisierung, auch Risiko für Tod für alle insgesamt und für die Erwachsenen ist höher als mit der Wildvariante. Aber für die Kinder, weil eben die so ein niedriges, absolutes Risiko haben für all diese Dinge, ist das immer am Anfang ganz, ganz schwer zu berechnen. Und wir können dann eigentlich immer nur sagen, das ist vermutlich ähnlich wie bei den Erwachsenen und so hat sich ja auch ungefähr bestätigt im Nachhinein. Aber das will ich nur einwerfen. Das ist diese Schwierigkeit beim Auftreten neuer Varianten, dass wir diese Alterseffekte in der Kindergruppe am Anfang eigentlich nie, die können wir nie so richtig beurteilen. Gut, vielen Dank. Um zum Abschluss zu kommen, hätte ich noch eine Frage an Sie drei. Vielleicht können Sie die alle ganz kurz beantworten, Reihe rum. Zu welcher Entscheidung würden Sie denn persönlich kommen, wenn Sie jetzt nun vor der Frage stehen würden, ob Sie Ihr Kind impfen lassen sollten oder nicht? Heute oder nach der STIKO-Empfehlung? Wie würden Sie sich entscheiden? Fange ich mal an mit Frau Lange. Ich stehe tatsächlich vor der Entscheidung. Ich habe 2 Kinder, genau in dem Alter. Ich werde die jetzt impfen, natürlich. Und zwar tatsächlich jetzt relativ bald, weil bei mir tatsächlich diese, also es ist eine individuelle Entscheidung am Ende, die ist aus meiner Sicht sozusagen, ja, die Frage, sollen die werden vermutlich infiziert und ich würde jetzt die Impfung vorziehen. Aus meiner Sicht ist die sicher und effektiv und wird symptomatische Infektionen reduzieren. Herr Hennecke, wie sehen Sie das? Ich würde auf jeden Fall individuell auch die Impfung empfehlen, wenn das entsprechende Präparat zur Verfügung ist und wenn die STIKO die Bewertung vorgenommen hat und würde das auch sehr großzügig auslegen. Das heißt, die Indikation sehe ich auch sehr, sehr weit. Dann. Genau, wenn Sie mich fragen, das wäre ja dann in meinem Alter eher ein Enkelkind, für das ich es empfehlen würde oder nicht empfehlen würde. Ich will vielleicht, wenn ich das darf, noch ein Wichtiges sagen. Wenn die Ständige Impfkommission jetzt aufgrund der Datenlage, die wir haben, es nur für eine bestimmte Gruppe vorerkrankte Kinder empfiehlt, dann ist das keine Empfehlung gegen die Impfung. Nochmal, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern das ist am Ende, wie deutlich geworden wird, wenn zugelassen wird, natürlich verimpfbar und dann eine individuelle Entscheidung. Und also ich würde sagen, hätte ich jetzt ein Enkelkind, das ansonsten gesund wäre ohne Vorerkrankung, dann würde ich wahrscheinlich schon die Zeit jetzt noch nehmen, 4 oder 6 Wochen, bis dass wir etwas mehr über die Sicherheit der Impfstoffe wissen, weil ich weiß, dass in den kleinen Altersgruppen eben das Risiko einer schwerwiegenden Erkrankung gering ist. Ich würde
schon im Auge haben, wenn es sinnvoll ist, die Impfung bei den Kindern durchzuführen. Aber ich würde das jetzt nicht ohne Not aufgrund der noch begrenzten Datenlage sofort empfehlen. Und ich glaube, wir können den Eltern auch sagen, das ist zuverlässig, dass man eben diese Zeit noch doch mitnehmen kann, ohne dass man sehr große Risiken eingeht. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen dreien für dieses abschließende Statement und überhaupt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier die ganzen Fragen zu beantworten. Es kamen super viele Fragen, auch an Sie da draußen, liebe Journalisten und Journalisten. Es tut mir leid, wir konnten, glaube ich, nicht alle direkt hier im Gespräch unterbringen. Ich hoffe dennoch, dass Sie sehr viel informiert hier aus dem Gespräch rausgehen. Das Transkript und das Video finden Sie wie gewohnt auf unserer Website. Das Video noch heute, das Transkript spätestens morgen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.